Der Fall hat bundesweit für Aufsehen gesorgt. Die Volksbank Reutlingen hatte Negativzinsen eingeführt. Darüber berichtete unter anderem das Handelsblatt. Negativzinsen sind derzeit nichts Ungewöhnliches. Zahlreiche Banken erheben sie für Geschäftskunden und Privatleute mit sehr hohem Vermögen, darunter auch die Volksbank Ermsthal-Alb. Neu war, dass die Negativzinsen ab dem ersten Euro gelten sollten. Nur faktisch machte die Volksbank davon keinen Gebrauch. Jetzt hat die baden-württembergische Verbraucherzentrale die Volksbank Reutlingen abgemahnt. Es wird eng im Finanzgeschäft. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins immer weiter gesenkt, bis er im Minusbereich angekommen ist. Das soll Investitionen und Konsum fördern und eine Inflation verhindern. Doch die Banken und Sparkassen sind dadurch in die Enge getrieben. Die Kreditinstitute müssen reagieren. Filialen werden geschlossen, Gebühren erhoben oder erhöht, frei gewordene Stellen nicht mehr besetzt. Seit dem vergangenen Jahr sind auch Negativzinsen, auch Verwahrentgelt genannt, kein Tabu mehr. Eingezogen werden sie aber derzeit nur von Firmen und vermögenden Privatkunden. Otto Normalsparer bleibt bislang verschont, auch bei der Volksbank Reutlingen, obwohl sie auf dem Papier bereits Negativzinsen eingeführt und das per Aushang verkündet hat. Wir haben es im Preisverzeichnis im Dezember aufgenommen, nach juristischer Prüfung dieses Themas. Und letztlich ging es uns nur darum, den rechtlichen Sachverhalt zu haben, um dann tatsächlich prophylaktisch verhindern zu können, dass größere Gelder zu uns fließen, größere Gelder von Neukunden, die zu uns kommen. Das lässt die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg aber nicht gelten. Sie hat die Volksbank Reutlingen abgemahnt und rechtliche Schritte eingeleitet. Die Volksbank Reutlingen hat dieses ausgehängt. Sie hat dieses auch im Internet bekannt gemacht und hat damit einen Preisaushang bekannt gemacht. Dass sie für sich selber nun sagt, dass sie das gegenüber einzelnen Verbrauchern durchführt, gegenüber anderen wiederum nicht, mag so sein. Das ist allerdings der Preisaushang, der von ihr so kundgetan worden ist. Und daher im ungünstigen Fall muss jeder Verbraucher das dann gegen sich gelten lassen. Außerdem seien Negativzinsen für diese Sparmodelle rechtswidrig, denn ein Sparguthaben sei ein Darlehen des Kunden an die Bank. Der Verbraucher gibt der Bank das Geld, und die Bank ist damit Darlehensnehmer. Und nach geltender Rechtsprechung, nach Recht ist es so, dass dem Verbraucher dafür dann positiv Zinsen zustehen. Die Volksbank Reutlingen zeigt sich derweil zerknirscht. Man habe die Kundinnen und Kunden nicht verunsichern wollen, heißt es aus dem Vorstand. Ich möchte mich auch an der Stelle ganz herzlich entschuldigen bei all unseren Kunden, die über die Pressearbeit der letzten Tage die Berichte verunsichert und verärgert sind. Es ist nicht unsere Absicht und es war es nicht und ist auch in der Zukunft nicht, für die sogenannten Normalsparer Negativzinsen zu berechnen, zumindest sofern man es für die Zukunft heute schon beurteilen kann. Sollten die Negativzinsen für Normalsparer doch kommen, so werde man die Kunden frühzeitig informieren, sodass sie ihr Geld auch woanders anlegen könnten. Durch die Abmahnung durch die Verbraucherzentrale sei eine neue Sachlage entstanden. Wir gehen her und prüfen die Sachverhalte juristisch nochmals neu. Wir hatten es geprüft im Dezember, wir prüfen es jetzt nochmals, sind auch in enger Abstimmung mit Verbänden und schauen, was aus dieser juristischen Prüfung rauskommt. Von der qualifizierten Stellungnahme der Juristen wird dann abhängen, welche Schritte die Volksbank Reutlingen als nächstes unternimmt. Die bisherige Negativzinsregelung ist bis dahin vom Tisch.